Die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim. In diesem Video wollen wir euch unsere Schule kurz vorstellen und euch einen Eindruck davon vermitteln, was euch hier erwartet. An der Friedrich-Fröbel-Schule lernen Kinder und Jugendliche von der 1. bis zur 10. Klasse. Außerdem gibt es bei uns eine Vorklasse sowie mehrere Intensivklassen. In unserer Mensa können die Schüler ein leckeres und gesundes Mittagessen genießen. Und unsere neu gestaltete Schulbibliothek versorgt alle Leseratten mit Büchern und anderen Medien. Der Eingangsbereich, unser Foyer, empfängt alle Schüler und Besucher der Schule mit viel Licht und Platz. Und hier stellt sich auch unsere Schulleitung vor. Moin Moin, wir sind das Schulleitungsteam der Friedrich-Fröbel-Schule. Wir heißen euch, liebe Schüler und Eltern, für das kommende Schuljahr ganz herzlich willkommen. Ich bin der Schulleiter der Friedrich-Fröbel-Schule und heiße Herr Taube und unterrichte die Fächer Mathematik und Biologie. Mein Name ist Silke Seitz, ich bin die stellvertretende Schulleiterin und bin in der Sekundarstufe eingesetzt mit den Fächern Mathe und Chemie. Mein Name ist Larissa Thomann, ich bin die Konrektorin für die Grundschule und habe die Fächer Deutsch, Sport und Religion. Ich heiße Christoph Wunderle, ich bin einer der Konrektoren der Schule und ich arbeite schwerpunktmäßig im Grundschulbereich. Hallo, ich bin die Frau Günther, ich bin erweitertes Schulleitungsmitglied, habe momentan eine 1. Klasse und unterrichte vor allem die Fächer Sport, Englisch und Deutsch. Außer der Schulleitung arbeiten hier auch noch jede Menge Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiter und ohne unsere Sekretärinnen und Hausmeister würde an unserer Schule gar nichts mehr gehen. Wir sind eine musikalische Schule und so findet immer am letzten Schultag vor den Ferien das traditionelle Treppensingen statt, so wie hier kurz vor Weihnachten. Außerdem sind wir eine UNESCO-Projektschule und Teil eines weltweiten Netzwerks. Man kann also ruhig sagen, bei uns ist immer mächtig was los.